Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jurassic Battle und somit der 8. Folge und einer ganz besonderen Folge, weil dies ist der letzte Vorrundenkampf und das bedeutet auch für euch etwas ganz Besonderes, weil ich habe mir nämlich vorgenommen, die Dinosaurier, die jetzt hier eine Runde weiter sind, an euch wieder zu verlosen. Das heißt, ihr bekommt die zugelost, die Dinosaurier werden dann nach euch benannt und der Gewinner von diesem ganzen Projekt hier, der kann dann etwas gewinnen, auch in echt. Und ich denke, da werden wir gemeinsam viel Freude dran haben. Und falls ihr dazu mehr Infos haben wollt, wie ihr dann einer der Dinosaurier werden könnt und so weiter, dazu folgt auf jeden Fall nochmal ein extra Video. Also seid auf jeden Fall gespannt. Und falls ihr das Video nicht verpassen wollt, aktiviert einfach die Glocke, dann werdet ihr das auf jeden Fall rechtzeitig mitbekommen, wenn es soweit ist mit den Dinosauriern. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in den 8. und letzten Vorrundenkampf. Und das ist heute nochmal ein äußerst spannender. Und zwar steht heute der Kampf an zwischen dem Indominus Rex, den kennt ihr ja sicherlich alle, hat einen Angriffswert von 116, eine Verteidigung von 34 und kostet 2,5 Millionen knapp. Das ist auf jeden Fall einer der Top-Favoriten hier. Ich bin sehr gespannt, ob der überhaupt zu schlagen ist. Aber wir werden sehen, er hat auch einen sehr, sehr starken Gegner. Und zwar ist das der... Na, wo steckst du? Da, Giganotosaurus, ja. Mit 105 und 32 ist er von den Werten etwas schlechter. 1,7 Millionen, das ist auch etwas weniger. Aber den sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Der ist auch super, super stark. Und das wird hier wirklich ein Kampf der Giganten nochmal werden. Für den letzten Vorrundenkampf. Und ich würde sagen, ich bringe euch mal wieder zurück, wenn die beiden Dinosaurier fertig sind. Und der ganze Kampf dann hier losgeht. Bis gleich. Der Indominus Rex. Was so viel wie wilder oder unzähmbarer König heißt, war Ingens erster genetisch modifizierter Dinosaurier. Obwohl er als spektakuläre neue Attraktion gedacht war, um die Besucherzahlen zu erhöhen und neue Sponsoren zu gewinnen, war er gleichzeitig Teil eines geheimen Programms zur Entwicklung von waffenfähigen Dinosauriern. Der Körperbau des Indominus Rex erinnert stark an den des Tyrannosaurus. Was man von den Armen nicht behaupten kann, denn diese sind sehr lang und kräftig und er besitzt drei Finger und einen opponierten Daumen, mit dem das Tier zupacken kann. Im Normalzustand ist seine Hautfarbe weiß, jedoch kann der Indominus Rex sich der Umgebung anpassen. Seine Maximalhöhe beträgt 4,6 Meter, er wird bis zu 15,5 Meter lang und sein Gewicht ist unbekannt. Der Giganotosaurus. Er war ein großer Theropode und eines der größten Landraubtiere aller Zeiten. Es wird angenommen, dass er mindestens so groß war wie der Tyrannosaurus Rex, wenn nicht sogar noch größer. Sein Name bedeutet Riesenechse des Südens. Er streifte durch das heutige Argentinien und jagte aller Wahrscheinlichkeit nach junge Sauropoden. Außerdem war er Homo eotherm. Was bedeutet, dass er seine Körpertemperatur selbst kontrollieren konnte. Er wurde 3,2 Meter groß, 14 Tonnen schwer und 12 Meter lang. Ja Leute, es geht hier los. Wir gucken uns natürlich den ersten Kampf aus Sicht von dem Indominus Rex an hier. Er ist auf jeden Fall der klare Favorit hier. Er ist größer, wie ihr seht. Und hat auch die besseren Werte und schlägt ja auch direkt zu. Das sieht gar nicht gut aus für den Giganoto. Aber er schlägt hier zurück. Also er scheint hier nicht sich ganz kampflos geschlagen geben zu wollen.
beiden umkreisen sich. Wer kann hier den nächsten Treffer landen? Es ist nochmal der Giganotosaurus. Oh mein Gott, und jetzt ist der Indominus Rex auf niedriger Gesundheit. Oh, 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 wenn er jetzt noch einen Treffer landet, der Giganoto, dann geht hier der... Na, geht er nicht. Okay, wir brauchen gar nicht darüber spekulieren. Er schafft es hier nochmal, den Giganoto auch einmal zu verwunden und zu treffen. Und jetzt sind beide sehr, sehr geschwächt. Und das scheint mir fast so, als wenn die beiden jetzt erstmal wieder auseinandergehen und den Kampf dann später bzw. gleich fortführen. Wir werden sehen, ob die beiden jetzt voneinander wegrennen oder ob es hier direkt weitergeht. Dieser Kampf ist wirklich ausgeglichener, als ich gedacht hätte. Aber es scheint mir ganz so, als wenn die beiden hier direkt weiterkämpfen. Das ist sehr gut, dann brauche ich hier keinen Cut setzen. Aber der Indominus schlägt jetzt auf jeden Fall nochmal hart zu. Beiden umkreisen sich wieder. Falls der Indominus Rex jetzt noch einen Treffer landet, dann war es das hier, glaube ich, für den Giganoto. Aber vielleicht kann er es ja auch schaffen. Und trifft hier. Nein, er trifft nicht. Ich glaube, das war es jetzt hier. Er senkt den Kopf. Das sollte die erste Runde, beziehungsweise der erste Kampf für den Indominus Rex sein. Der Favorit entscheidet hier. Ja, ich würde sagen, nicht so klar, wie ich erwartet hätte, aber er entscheidet den ersten Kampf für sich. Ich hätte nicht gedacht, dass der Giganoto ihn so zweimal so stark treffen kann, dass er auch auf niedrige Gesundheit kommt. Also das war sehr, sehr knapp. Hätte er da noch einen Treffer hinterhergesetzt, hätte er es auf jeden Fall hier schaffen können. Aber wir werden sehen. Vielleicht im zweiten Kampf, vielleicht hat er da ja noch eine Chance. Ich bin sehr gespannt. Ich bringe euch gleich zurück. So, wir sind jetzt hier im zweiten Kampf zwischen dem Indominus Rex und dem Giganotosaurus. Und wir schauen uns das Ganze auf jeden Fall aus der Sicht des Giganoto an. Und ich bin sehr gespannt, ob er hier den Ausgleich schaffen kann oder nicht. Er kriegt hier auf jeden Fall schon mal erstmal die volle Breitseite von dem Indominus Rex. Also, das sieht hier gar nicht gut aus. Er muss jetzt hier wirklich zuschlagen und vielleicht zwei, drei Treffer hintereinander erfolgreich durchbringen bei dem Indominus, damit er hier eine Chance hat. Und er trifft ihn auf jeden Fall schon mal zum ersten Mal. Das ist auf jeden Fall hier ein Anfang. Kann er jetzt hier dranbleiben und weitere Treffer landen? Und ja, das kann er. Er landet hier den zweiten Treffer. Und damit ist der Indominus Rex wieder stark getroffen und auf niedriger Gesundheit. Falls er jetzt hier noch einen dritten Treffer nachsetzen kann, dann könnte er es hier wirklich schaffen. Aber er bekommt hier jetzt auch nochmal einen Treffer. Das heißt, die beiden haben sich jetzt jeweils wieder zweimal getroffen. Und ich schätze mal, die beiden werden jetzt erstmal wieder auseinandergehen. Beide sind bei niedriger Gesundheit. Vielleicht werden sie sich erstmal ein bisschen erholen, was essen, trinken und so weiter. Oder hier wieder direkt weiterkämpfen, das werden wir sehen. Der Indominus Rex scheint jetzt hier erstmal wegzugehen mit gesenktem Kopf. Aber die beiden... Na, es scheint hier wieder weiterzugehen, Leute. Also sieht zumindest so aus. Ja, die beiden brüllen sich an, drehen sich aufeinander zu. Und jetzt geht's hier direkt weiter. Jetzt ist es ganz wichtig, dass der Giganoto trifft, aber tut er nicht. Er bekommt hier nochmal die volle Breitseite von dem Indominus Rex. Jetzt sieht es hier ganz und gar nicht mehr gut aus, aber der Kopf ist noch nicht gesenkt. Also es ist hier noch nicht vorbei. Die beiden brüllen sich hier nochmal an. Das ist hier wirklich ein spannender Kampf wieder. Und der Indominus Rex schlägt noch ein zweites Mal zu. Ich glaube, das war's jetzt, Leute. Der Kopf ist gesenkt. Ja, der Indominus Rex hat dieses Duell als ganz klarer Favorit natürlich für sich entschieden, ja. Ich fand es trotzdem sehr, sehr spannend. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Giganotosaurus sich so gut schlägt. Aber er hat es leider dann am Ende doch nicht geschafft. Aber war ein cooler Kampf und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es ja am Anfang des Videos schon einmal angesprochen. Falls hier einer der, ja was ist es denn? Es ist glaube ich ein Viertelfinale, ja. Viertelfinale Kandidaten sein möchtet, ja. Das sind ja die 8 Dinosaurier, die hier eine Runde weitergekommen sind. Die könnt ihr am Ende des Videos auch nochmal sehen. Weil da blende ich ja immer die Tabelle ein. Und dann seht ihr auch, wer gegen wen dann antreten wird als nächstes. Und falls ihr dann einer dieser Dinosaurier sein möchtet, dann würde ich euch sehr empfehlen, dass ihr die Glocke aktiviert, damit ihr nichts verpasst. Weil es wird in Kürze, also in ein paar Tagen, ein Video dazu folgen, wie ihr einer dieser Dinosaurier werden könnt. Und der Gewinner wird auf jeden Fall hier auch einen Preis gewinnen können. Also das wird auf jeden Fall, denke ich, eine spannende Sache. Und ich werde aber alles Weitere dann in diesem, ja, genannten Video dann erklären, wie das dann abläuft. Und ja, schaltet das auf jeden Fall ein, falls ihr einer werden wollt. Und ich würde auf jeden Fall sagen, falls euch dieses Video hier gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.